Darf ich vorstellen, das ist Sarah. Sie ist ca. 42 cm groß und ein Jahr alt. Die noch junge Sarah wurde in einem Stadtpark in einer kleinen portugiesischen Stadt gefunden. Sie hatte Krätze und versteckte sich unter einem Busch. Passanten riefen die Tierfänger des staatlichen Tierheims, um die kleine Hündin einzufangen. 3 Monate lang wurde ihre Krätze behandelt und mittlerweile ist Sarah wieder kerngesund. Wie genau ihr bisheriges Leben aussah, wissen wir nicht, aber Sarah kam bei uns vor allem mit großer Angst an. Erst mit der Zeit hat sie sich an die anderen Hunde und auch an uns Menschen gewöhnt. Mittlerweile spielt sie liebend gerne mit den anderen, tollt herum und erkundet ihre Umgebung. Den Menschen gegenüber bleibt sie nach wie vor auf Sicherheitsabstand, kommt aber ab und zu an, um mal neugierig zu schnuppern. Von unserer Theresa lässt sie sich bereits streicheln. Sarah ist ein junger Hund, der sein komplettes Leben noch vor sich hat. Wir suchen deshalb eine verständnisvolle, geduldige Familie, die jeden Schritt gemeinsam mit der hübschen Hündin feiert und vor allem in der ersten Zeit nicht allzu hohe Erwartungen an sie hat. Sarah ist bereits gechippt, geimpft und kastriert und könnte mit all ihren Papieren nach Deutschland ausreisen.